Grüßt euch auf meinem Kanal Die Spinnstube. Wie im letzten Video bzw. in meinem ersten Video, wo ich schon angekündigt habe, ich möchte einen Sockengarn machen zum allerersten Mal, geht es jetzt los. Ich werde euch jetzt einen Einblick darüber geben, wie ich das Ganze angehe, wie ich das machen werde. Und dafür habe ich ja bereits schon erwähnt, dass ich mir die Schafrasse Coburger Fuchs habe schicken lassen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auch Sockengarn macht, erkundigt euch vorher über die Schafrasse und nehmt eine Wolle, die ein bisschen was aushält. Denn wenn man sich natürlich die Mühe ummacht und Socken auch später strickt, möchte man natürlich eine lange Freude damit haben und es wäre schade, wenn da gleich ein Loch reinkommt. Ich probiere es jetzt aus mit Coburger Fuchs, werde da meine Erfahrungen machen und mit euch teilen. Und ich habe da meine vorsortierte gewaschene Rohwolle, die ist da hier drin, in der Aufbewahrungsbox. Bevor man es natürlich kartieren kann, muss man die Wolle vorher auflockern. Man macht es normal auch mit einem sogenannten Wollpicker, den habe ich aber noch nicht. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht von Platzgründen her, wie ich das machen soll. Darum bin ich hergegangen und habe mir einfach immer ein bisschen eine Wolle außer da und habe die mit den Händen gezupft. Also so auseinander gezupft. Also sprich, ein bisschen eine Wolle in die Hand nehmen. Jetzt geht es gerade schlecht. Mit einer Hand muss ich die Kamera kurz festhalten. Genau. Also man nimmt da immer ein bisschen so eine Wolle raus. Das sieht man schon, da fällt noch dann der ganze Staub, Dreck, Schmutz, der jetzt beim Waschen nicht rausgegangen ist, dann außer. Und man kann dann beim Zupfer auch nochmal die kurzen Fasern aussortieren, denn das darf Knoten geben im Vlies und man will das natürlich nicht haben. Schaut da nicht schön aus, später beim Spinnen. Und wenn man dann das so aufgelockert hat und nochmal aussortiert hat, dann habe jetzt ich das in einen Karton schon rein da. Schaut dann so aus, das wird dann ganz fluffig und weich und wolkig. Da ist jetzt natürlich immer noch ein bisschen ein Einstreu mit drin. Wie gesagt, schon im ersten Video betont, das Vlies, wie ich das gekriegt habe, war wirklich extrem schmutzig, extrem dreckig. Und deswegen wundert es mich jetzt auch natürlich nicht, wenn noch viel Restschmutz hängen bleibt. Aber es schreckt mir jetzt auch nicht ab, das wird rausfallen, die Wolle ist sauber. Und dann übernimmt es der Kartierer zum Teil und später dann beim Spinnen fällt dann der Rest raus. Genau. Ich werde das natürlich jetzt nicht mehr mit Handkarten machen, das habe ich am Anfang gemacht. Aber bei der Menge, da wird man sonst arm. Genau, das sind nämlich um die... ja, gute 2,5 Kilo Rohwolle insgesamt. Und deswegen kommt da der Kartierer zum Einsatz. Das ist der Kartierer Bigfoot von der Marke Wollschaf. Der ist allein durch seine Abmaße und sein Gewicht so konstruiert, dass er keine zusätzliche Befestigungsklammern braucht. Weil ich das nicht so gern habe, wenn ich da irgendwie noch was festschrauben muss. Und dadurch, dass ich eh so viel Wolle habe, ist das, finde ich, genau das Richtige für mich. Ich habe jetzt da eine ziemlich feine Benadelung. Es gibt es ja 72 und wenn mich nicht alles täuscht, dann noch, also noch feiner. Jetzt muss ich direkt dann noch nachschauen, was jetzt das genau war. Da bin ich noch nicht so genau drin. Wie gesagt, ich bin Anfänger.
Auf jeden Fall ist es das feinere Modell mit der höheren Benadelung. Erstens aus dem Grund, weil das andere ausverkauft war und ich nicht mehr warten wollte. Und aus dem zweiten Grund, ich möchte natürlich auch noch Alpaka-Wolle kartieren, aufbereiten und auch sehr feine Merino-Wolle. Und dann ist das Gerät dafür gut. Ich werde es jetzt damit machen, ausprobieren und meine Erfahrungen damit mitteilen, was das Ganze wird. Ich habe da gestern schon einmal einen Durchgang gemacht. Das schaut dann so aus. Ist wie ein weiches Kissen. Genau. Aber es ist mir persönlich noch zu grob, das Ganze. Es sind noch zu viele Unregelmäßigkeiten drin. Und deshalb werde ich das jetzt noch ein paar Mal kartieren, bis das dann passt. Genau, und das zeige ich jetzt kurz her, wie das geht. Ich habe jetzt da, sind zwei Walzen, eine kleinere Walze und die größere Walze. Vorne nimmt es natürlich das Gerät die Wolle auf und läuft dann über auf die große Walze. Und von der großen Walze, da nehmen wir auch dann später das fertige Vlies ab. Es hat eine Handkurbel. Die Geräte gibt es natürlich auch noch voll elektrisch. Finde ich aber als Anfänger schon sehr kostspielig, das Ganze. Da sind wir dann in einer höheren Preisklasse. Und man hat auch beim Elektrischen, finde ich, nicht so die Möglichkeit, da noch mit einzuwirken in das Vlies. Und darum habe ich mich jetzt für das Modell entschieden. Genau. Es hat hinten so eine Aufsatzbürste drin, damit natürlich das Vlies, wenn sich das dreht, in die Walze eingedruckt wird, damit sie das nicht nur rundum wuzelt. Was auch noch recht schön ist, finde ich, ist da das Label, was da aufgemacht haben von Wollschaft. Das finde ich ganz nett. Schaut richtig lustig aus. Und macht das Ganze natürlich zu einem sehr, sehr schönen Kartiergerät. Genau. Dann fangen wir mal an. Also man dreht da natürlich. Man muss schauen, dass man in die richtige Richtung dreht. Sprich, dass die Walze nach links dreht. Also sprich, gegen den Uhrzeigersinn, damit es natürlich die Wolle einzirkt. Okay. Also man dreht es dann rundum. Man hört das Geräusch schon, dass da was passiert. Genau. Natürlich ist jetzt die Walze noch lang nicht voll. Ich werde jetzt da noch ein bisschen was raufpacken und dann mal schauen, wie das Vlies dann aussieht, wenn man es abnimmt. Ich muss jetzt gerade gucken, wie ich am besten die Kamera aufstelle, dass ihr das auch seht. Ich werde jetzt einmal Schachtel dafür hernehmen. Oh, Moment. Brauche jetzt eben momentan eh. Man behilft sich halt eben so. Kamera richtig einstellen. Ja. Ah ja. So. Okay. Dafür nehme ich mir jetzt ein Stück von meinen vorherigen Vlies nochmal ab.
zupfe das noch mal ein bisschen auseinander. Breite es da vorher aus. Und dann drehen wir es mal rein. Wenn man das natürlich so dreht, dann kann man natürlich schon noch auch erkennen, wo die Stellen sind, wo es jetzt Knoten geben darf. Und die Stellen, die kann man dann auch per Hand nochmal rauszupfen, entfernen. Ich sammle die Sachen immer, weil die Wolle an sich hier eigentlich sauber ist, gerade für Spinnen halt nicht so optimal. Und ich nehme das dann immer gerne als Bastelwolle her oder zum Filzen dann. Finde ich, dass immer recht gut ist. Ich habe nämlich dafür einen Kindergarten, weil mein Bub, der geht in eine Naturgruppe, in eine Waldgruppe und das sind die Luchse und da habe ich mir quasi oder habe ich für die Kinder einen Luchs gefilzt und da ist die Wolle echt super dafür. Darum schmeiße ich das eigentlich nicht gleich weg, weil oft kommt schon ein bisschen was zusammen, vor allem wenn man Vlies hat, das einfach nicht so nicht so gleichmäßig ist. Also wenn jetzt zum Beispiel wird es da, hat man schon gemerkt, dass das Schaf ziemlich dreckig gehalten worden ist und ich habe da eben, also mir war das nicht bewusst, dass jetzt ich da gleich so viel Bauchwolle gekriegt habe und die war natürlich auch schon, ja, viel Verfilzungen drin gehabt. Aber wie gesagt, ich habe auch daraus gelernt und in Zukunft werde ich natürlich darauf achten, wenn ich mir noch mehr Wolle hole, dass ich dann auch nur noch oder versuchen weitgehend nur die Teile vom Schaf zu kriegen, die Wollteile, die für Spinnen eher geeignet sind. Mir war es aber jetzt, wie gesagt, auch zu schade, dass ich jetzt da gesagt hätte, ich tue jetzt das ganze Vlies da aussortieren. Und darum werde jetzt ich das ordentlich bearbeiten, sodass dann auch im Anschluss passt. Und ich werde euch das dann zeigen, wenn jetzt ich dann das Vlies da abnehme, wie das dann ausschaut. Geht es jetzt gleich weiter. So, ich habe jetzt ein paar kürzere Fasern aussortiert, noch rausgezupft, die mir jetzt nicht gefallen haben. Wie gesagt, das wird Bastelwolle. So schaut jetzt das Vlies momentan drauf aus auf der Walze. Und ich habe jetzt von meinem Vlies, das ich schon gestern gemacht habe, jetzt da ungefähr die Hälfte habe jetzt ich davon nochmal abgetrennt und jetzt nochmal kartiert. Genau. So. Da oben sieht man, da ist jetzt die, na, wie sagt man da dazu? Der Spalt, der jetzt da gemacht worden ist, da kann man jetzt mit einem Abnahmedorn rein und dann das Vlies abtragen. Da ist mein Abnahmedorn und da geht man jetzt da quasi rein. Und dann hebt man
das Vlies raus. Deswegen machen wir auch da nicht zu viel drauf. Das war auch mein erster Fehler, den ich gemacht habe. Weil sonst bringt man natürlich da das Vlies nicht mehr runter, wenn da zu viel drauf ist. Also das ist da drauf pappt wie Kleister. Und darum kann ich das nur empfehlen, dort lieber ein bisschen weniger drauf und probiert das aus am Anfang. Ach, Gesundheit. Probiert das aus am Anfang, wie viel drauf geht, auch wenn der Hersteller sagt, so und so viel geht drauf. Ich würde das immer vorher ein bisschen langsam, Schritt für Schritt, Gramm für Gramm, kann man da sagen, ausprobieren, damit man natürlich sich da unschöne Überraschungen fernhält davon. Wie man dazu sagen soll. Genau, ich stelle euch jetzt auf Zeiten, damit ich das abnehmen kann. Na, Lukas, suchst du dein Auto? Das große Auto. Such einmal im Zimmer. Ich. Mein Kleiner ist natürlich daheim, der geht noch nicht in den Kindergarten. Ja, du. Such einmal. Der hilft mir natürlich am Vormittag immer. Und so, jetzt versuche ich natürlich da mal Fasern raus zum Zimmer. Kommst du nicht? Nein. Nein! Ist die Tür zu? Ja! Ja, dann mache ich da schnell die Tür auf. Einen Moment. So, kann weitergehen. Jetzt stelle ich gerade die Kamera wieder ein bisschen besser ein. Ja, ich glaube, so ist besser. Oder. Moment. Na. Ich mache das so. Das ist jetzt die andere Schachtel. Ah ja. Ein bisschen weiter weg, glaube ich. Da geht das. So. Genau. Also man geht da rein und versucht sich die Fasern da rauszuholen. Natürlich mit Gefühl. Hast du es jetzt gefunden? Gut. Ohrauto. So. Dann schaut das Ganze so aus. Der Falz, jetzt ist mir eingefallen, da ist so ein Falz da, wo man natürlich das Vlies abnehmen kann. Jetzt dreht man natürlich in die andere Richtung und nimmt dabei immer Stück für Stück mit der Hand so das Vlies ab. Bis man einmal rundum ist und das Vlies hier unten ist. Das mache ich natürlich jetzt auch wieder mit beiden Händen, sonst geht das ein bisschen schlecht. Man glaubt es kaum immer, wenn man da Wolle draufpackt, man denkt so, ja, das ist ja voll wenig, was ich da jetzt nachgemacht habe. Aber wenn man dann zum Schluss das Vlies abnimmt, wie fluffig dann das ist, wie voluminös das wird. Und darum sage ich da immer, macht es nicht den Fehler und dort zu viel drauf. Gerade am Anfang hat man einfach noch nicht das Gefühl, finde ich, wie viel man jetzt da so auf so einer Walze drauf bringt und drum da wirklich grammweise sich vortasten, bis man dann da das Gefühl, also das Gespür dafür kriegt. Und wenn jetzt ich das Vlies abnehme, kann jetzt ich auch schon wieder, wenn ich jetzt da Knoten oder was finde, wegmachen.
Und es geht auch wirklich super raus. Also ich brauche mir jetzt da auch nicht großartig irgendwie anstrengen. Es kann jetzt gerade ein bisschen unbeholfen wirken, weil ich das natürlich auch noch nicht so oft gemacht habe. Aber jetzt ist es hier unten. Und ich finde, das schaut auch schon viel, viel schöner aus, als wie das andere. Ich zeig das jetzt da mal her, im Vergleich. Also so schaut jetzt meine Walze aus, wenn es abgenommen ist. Musst du aufs Klo? Ja, da muss ich nur kurz unterbrechen. Okay, hilft alles nichts. So, kann schon weitergehen. Aber so ist es halt mit einem kleinen Kind. Genau, also das, wo dann da hängen bleibt, das eh nicht rausgeht. Also in der großen Walze kann man es eigentlich drin lassen. Aber wenn jetzt ich da schon so Fusseln, also so kürzere Fasern sehe, die hole ich natürlich raus. Kommt zu meiner Bastelwolle dazu. Und drehe da einmal rundum. Und dass das wohl so absteht. Ich komme gleich, Lukas. Drehe dann weg. Genau, das war, also die Wolle, die sich in der vorderen Walze verfängt, die muss man halt dann immer wieder säubern und wegmachen. Die hat auch diesen Falz, wo man mit dem Abnahmedorn reinfahren kann und sich das Vlies dann runterholen kann. Das sind dann die kürzeren Fasern, die sich hier auch nochmal einhängen. Und die kommen natürlich weg. Genau, das ist das eine Vlies. Jetzt hat natürlich mein Sohn da hinten Bananen platziert, aber na gut. Das war mein erstes Vlies, so hat es ausgeschaut, wie ich nach dem ersten Mal Kardieren abgenommen habe. Habe da noch ziemlich viel Knubbel drin. Klein Lukas. Und das ist jetzt nach dem zweiten Durchlass. Da sieht man auch, wie viel das eigentlich wird. Das ist ein Wahnsinn. Also wie voluminös, das kann man jetzt eigentlich nochmal teilen. Aber ich werde jetzt das noch um die, also dass es insgesamt viermal kadiert. So habe ich es immer mit den Handkarten gemacht, so werde ich es jetzt auch mit dem Kadiergerät machen. Und dann nochmal herzeigen, wie es dann ausschaut. So, wieder da. Ich habe jetzt das Vlies viermal durchlaufen lassen und habe dabei, wenn ich die Wolle neu da habe, zum Einziehen, immer ein bisschen so mit meiner Hand vorher noch fixiert, wenn so nicht, also nicht festgehalten oder was, sondern gerade ein bisschen so fixiert, dass sie beim Einziehen nicht so bauscht. Und habe die vorher quasi da so mit meiner Hand ein bisschen so blattdruckt, kann man sagen. Und habe der Wolle mit meiner Hand eine zusätzliche Führung gegeben, wenn man das so sagen kann. Und daraufhin hat sie sich besser eingezogen, also gleichmäßiger Reizung. Und ich habe dadurch die Walze auch gleichmäßiger befüllen können. Und jetzt nehme ich mal das Vlies ab und dann schauen wir es uns einmal um. Oma? Da ist der Falz. Fertig mit dem Essen, ja, dann leg's auf Zeiten. Hier. Na, bitte auf die Küche. Mhm. Hier. Ja, gut. Leg's da hin.
nehme ich dann gleich weg. Dann kann's gehen. Hoppala. Na. Genau. So. Ich habe auch jetzt mal das Vlies nicht so im Ganzen wieder durchlaufen lassen, sondern immer wieder kleine Stücke abgetrennt und dann durchlaufen lassen. Ich habe nämlich dann das Gefühl gehabt, dass es dann das Ergebnis einfach besser wird, als wenn man den ganzen Bausch auf einmal durchlässt. Schaut doch schon ganz gut aus. Und dann zeige ich euch das einmal, aber heute in einem besseren Licht. Also so schaut jetzt mein fertiges Vlies aus. Es ist auch noch mal viel fluffiger geworden. Viel weicher und es ist unheimlich viel geworden. Also die Menge, die war eigentlich gering, das wenn man in der Hand zusammendruckt, das ist ja fast gar nichts. Aber das bauscht sich dermaßen auf und deswegen kann ich auch nur sagen, immer wirklich grammweise, also kleine Mengen durchs Kartiergerät durchzum lassen und das auch schön mit der Hand vorher eine Führung zu geben, so wie ich es kurz hergezeigt habe. Dann wird es echt wunderbar und es ist auch immer, wie ich gemeint habe, weil ich habe was aussortiert, ist ja klar, und zwar die ganzen Knötchen und Teile, die jetzt nicht so schön waren. Und da hat man ja das Gefühl, man nimmt ja immer was weg von der Wolle, dass quasi, jetzt bleibt mir nichts mehr zum Schluss. Aber das hat sich überhaupt nicht bestätigt, es ist immer fülliger geworden, das Ganze. Und ich finde es so echt richtig schön geworden. Genau, wenn jetzt da noch so Strohreste oder was drin sind wie jetzt da, das macht jetzt überhaupt nichts, weil das fällt dann beim Spinnen aus. Na super, also bin da echt zufrieden, muss ich schon sagen. Und die Menge, wenn ich die mit der Handkarte kartieren müsste, da sitze ich ja einen Abend fast dort. Also es ist ja jedenfalls Stunden. Das geht mit dem Kartiergerät einfach viel leichter und viel zügiger. Also das hat sich jetzt schon rentiert zum Kaufen. Ja, auf mich wartet jetzt noch jede Menge Arbeit. Ich habe nämlich erst einen Bruchteil von dieser Box kartiert. Ich werde jetzt die ganze Box noch kartieren, durchkartieren, aussortieren. Wie jetzt da. Da habe ich dann den aussortiert, die ganzen Knötchen und so. Und wenn ich dann fertig bin und meine Fliese alle habe, dann geht es weiter. Natürlich wird das Kartiergerät dann gesäubert, das ist ja klar. Ich habe nämlich dann einen Coburger Fuchs fertig kartiert und als nächstes werde ich wahrscheinlich die Texelwolle kartieren. Aber das ist jetzt erstmal das Zeit. Und werde dann, wenn ich die Fliese fertig habe, geht es dann los mit dem Spinnen. Und da werde ich euch dann wieder mitnehmen. Also, wie sagt man so recht schön, wenn es jemanden, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert mich. Dann werde ich mich auch das nächste Mal
mit meinem Spinnrad präsentieren. Ich freue mich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war einigermaßen verständlich. Wer noch Fragen hat, kann sie ja gerne drin. Und dann darf ich sagen, bis demnächst. Pfiat euch. Servus. Oma.